Hallo, ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei unserer Serie Die Schande des Kinderschändens mit Irmi Baum. Irmi, meine Liebe, wenn jetzt der Missbrauch und die Verletzung bereits passiert ist, ist es dann wirklich vorbei oder was macht es mit dem Kind, mit dem Menschen? Ich möchte aus dem Buch Mystic World etwas über die Gehirnforschung vorlesen. Jahrelang hat Karl Prebern, der große Gehirnforscher, für die These paralleler Prozesse des Gehirns geworben, starke Funktionen über jenen und oberhalb jener aus dem Lehrbuch bekannten neuralen Strukturen. Es gibt parallele Vorgänge über den höheren Gehirnzellen und jenseits derer. Diese sind zur Zeit der gewöhnlichen Forschung nicht zugänglich, obwohl sie gerade das enthalten, was uns zum Menschen macht und uns tatsächlich vom Menschen, also der Selbstrealisation, zur Realisation des Göttlichen in uns und darüber hinaus machen kann. Die Grundlage für die Entstehung wiederkehrender Philosophien, spiritueller Wege, Religionen und Hoffnungen sind aus einem intuitiven Wissen herausgesponnen, dass es diese mit höherer Intelligenz begabten Wesen gibt und dass das Leben mehr ist als nur eine ökonomische Form oder ein ökonomischer Reflex. Wenn Menschen das höhere Gehirn-Geist-System entwickeln, nehmen sie automatisch die unteren Gehirnregionen in ihren Dienst und setzen die damaligen Chefs zum besten Nutzen aller ein. Was heißt das? Der Mensch ist ein Netzwerk und alles, was ihm widerfährt, ist in diesem Netzwerk verbunden. Kann man sehr schön nachlesen in dem Buch von Gabi Miketta. Menschen, die in der Therapie gearbeitet haben oder in der Beratung, haben immer festgestellt, dass sämtliche Vergewaltigungen, sexueller Missbrauch, Nötigungen oder Schändungen eine Reflexion darstellen, die immer wieder dann zum Ausdruck kommt, wenn Auslöserreize im Leben auf den Menschen zukommen. Dr. Efrati ist ein Arzt aus Israel, ist außerordentlicher Professor an der Medizinischen Fakultät für Neurowissenschaften in Tel Aviv. Und er sagt, Traumata durch sexuellen Missbrauch in der Kindheit ist lösbar. Und er sagt auch weiter, diese seelischen Verletzungen der Kindheit hinterlassen markante Spuren im Gehirn. Und in der neuesten Bearbeitung seines Wirkens kommt er zu dem Schluss, dass nichts weg ist, wenn Traumata nicht aufgelöst werden. Das heißt, unser Gehirn virtualisiert jeden Augenblick eine reine Wahrheit, von der wir glauben, das ist die Wahrheit der Vergangenheit. In Wirklichkeit ist es ein Konglomerat von dem, was der Mensch im Augenblick erlebt. Und wenn er im Außen Auslöserreize auf sich zukommen fühlt, die in ihm aus dem nicht so gut entwickelten Gehirngewebe, wo diese einzelnen Schockerlebnisse stattgefunden haben, wenn er diese für sich oberbewusst nicht wahrnimmt, sondern fühlt, dann äußert sich das meistens durch Leiden, Krankheit, Depression bis hin zu Selbstwertverlust, der dann sehr oft auch gerade bei kleinen Kindern dort endet, dass sie nicht mehr leben wollen. Das heißt, für die Menschen, die das immer als Humbug abgetan haben, jetzt gibt es endlich wissenschaftlich fundierte Studien, die wirklich anhand von Bildern des Gehirns zeigen können, Traumata hinterlassen Spuren im Gehirn und diese können aufgearbeitet werden mit diversen Methoden. Habe ich das richtig verstanden eben? Ja, das wussten die Schamanen schon vor Jahrtausenden und ich bin überzeugt davon, dass diverse Gruppen, die hier zurzeit die Welt regieren und massiv tyrannisieren, also die ganze Welt für sich als Eigentum besitzen wollen, dass diese Gruppen über diese Mechanismen sehr genau Bescheid wissen. Da gibt es ja dann namhafte Psychologen, die das auch
durch Fallbeispiele belegt haben, wie einfach es ist, die Massen oder die Menschen zu manipulieren. Und in diesem Sinne, schau mal, dass wir keine seelischen Verletzungen und Schändungen den Kindern zuführen. Und wenn etwas passiert, dass man das um Gottes Willen nicht bagatellisiert, denn nichts, was den Kindern hier geschieht, ist zu verharmlosen. Ja, so sehe ich das auch. Und das muss wohl einen Grund haben, warum 40% der Kinder nichts mehr mit ihrem Leben anzufangen wissen und viele Kinder Selbstmord gefährdet sind und den Selbstmord auch durchziehen. Das hat es früher nie gegeben oder kaum gegeben. Danke, Irmi.